Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echo zusammen mit den typischen Baggerluten. Moin. Robin. Moin. Hallo. Servus. Also hat sich nichts verändert und ich hatte ja gesagt gehabt, wir machen weiter. Ich weiß, Folgen sind fies, wo ich mittendrin aufhöre. Das ist mir schon klar, aber das hebt die Spannung. Siehst du, wie gefährlich dein Boden ist? Ich bin da absichtlich reingelaufen. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass man hier direkt neben dem, was soll denn das? Und dann steht hier ein Wagen, da kommt man nicht vorbei. Tobi, das ist der Idiotentest. Bau ein Geländer. Hier so lang. Guck, Sven ist auch runtergefallen. Ich habe ihn geschubst. Stopp. Okay. Das ist die Begrenzung zum Raum. Weißt schon, was ich meine. Was sagt die Berufsgenossenschaft dazu? Oh, heult halt alle rum. Patrick, geh und bau dich ein. Mimimi. Mi, mi. Oh, ja, das. Ja, ja, doch. Haha. Nee, Moment, wo waren wir eigentlich gestern stehen geblieben? Ach ja. Also, man kann das Stockball bei euch mieten, man kann Wagen bei euch mieten und man kann ganz viele. Wollt ihr eine Monopolgesellschaft errichten? Was bedeutet Monopolgesellschaft? Ihr seid die Einzigen. Achso, ja. Ja. Ihr ja, sorgt ja, für ja. Alles. Okay, Sven, neuer Bauauftrag, Kartellamt. Nur mal kurz weg. Jupp, alles klar, Sven ist beschäftigt, gut, sehr schön. Nee, wir müssen das Parlament noch weiterbauen irgendwann. Ich muss auch den Hafen dringend weiterbauen und hier fehlen übrigens Steine im Dach. Ja, das sind die Steine, die... Ich weiß, Patrick, lass dich nicht ärgern. Ja, ihr von der Firma J&P. Ey. Kannst du ihn bitte wieder reinlassen? Raus. Ach so, ja. Warte mal, wo ist er denn? Hier sind schon wieder Steine. Tobi? Ja? Was denn? Steine zurück. Welche Steine? Die du gerade genommen hast. Hab ich nicht. Warte, das sind genau so viele Steine, dass ich mein Dach flicken kann. Gib mal her. So, während Patrick beschäftigt ist, kann ich den Weg einfach mal weitergehen. Also wie gesagt, Parlament berücksichtigen wir noch nicht. Das ist noch nicht fertig. Oh, Schilder, ich liebe Schilder. Okay. Oh. Wo hast denn du das Holz her? Für den Holzhandel. Von Kakteen. Aus meinem Wald. Von Kakteen. Okay. Also theoretisch, Fabi, ist es ja so geplant, dass dieser Weg wird kein leichter sein. Dass dieser Weg in den Wald führt. Das heißt... Warum? Lass mich in meiner kleinen Welt. Nein, also der Weg wird auf... Der Weg, nicht dieser. Der Weg wird auf jeden Fall in den Forst. Das heißt also, da könntest du dann quasi von da mit dem Karren hierher, könntest dann hier deinen Holzhandel betreiben. Das wäre perfekt. Und dann zur Tischlerei. Der Holzhandel ist ja hier oben hoch. Ja, ja, das macht ja Sinn. Und Bäume hast du auch angepflanzt. Die stehen übrigens zu eng, die werden despawnen. Ach, deshalb sind die despawned. Bäume brauchen Platz zum Leben. Mindestens drei Blöcke dazwischen. Bei mir hat es in der Welt immer mit zwei gepasst. Ja, mittlerweile passt es nicht mehr mit zwei. Patchnotes lesen auf Englisch. Ja, geht mir genauso. So, ich sehe, du hast ein bisschen Steinholz gebaut. Hattest du nicht mehr Steine oder wolltest du nicht mehr Steine? Wollte nicht mehr. Okay. So. Oh, sehr freundlich von Ihnen, weil ich bin ja nicht autorisiert, ne? Möglich. Lass mich raten, Küche oder Wohnzimmer? Keine Ahnung. Das ist gut, den Raum kenne ich. So, Entschuldigung. Würdet ihr freundlicherweise die Treppe weiter raufgehen? Tobi, du bist der Einzige, der noch unten steht. Ja, ich kam die Treppe nicht rauf, weil Sven im Weg stand. Was soll ich denn machen? Hier, Patrick, du kommst auch nicht rauf, wenn ich mich in den Weg stelle. Ja. Tatsache. Siehst du? Fett. Oha! Hilfe! Nicht in die Enge treiben. Oh, hier ist ein Fenster. Hi, Tobi. Hi. Patrick, geh draußen warten. Okay.
Und ich warte, und ich warte, und ich warte. Warte bitte leise. Bei mir hängt Tobi in der, mit dem Kopf in der Decke. Und ich warte, und ich warte. Nee, ich stehe hier oben, Sven, alles gut. Also, okay, ah, Werkbank, ja, alles klar. Und die, da bin ich sogar autorisiert, sehr schön. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Also, ihr seht, ich sag jetzt mal, die Leute auf dem Server haben tatsächlich was gemacht. Das Haus von Manu, das Haus von Dennis zeige ich absichtlich nicht, weil die beiden sind nicht da, jetzt im Moment, während wir aufnehmen. Und von daher macht es keinen Sinn. Ich zeige keine Häuser, wo die Leute nicht da sind. Und schönes Haus auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo die Holzhandlung ist. Also wir müssen noch so einen Wegweiser beim Marktplatz dann machen, den wir auch noch nicht haben. Wir schaffen das gar nicht alles, bevor der Meteor einschlägt. Fangen wir neu an. Was? Egal. Ja, stimmt. Willst du jetzt halt deinen Stockpile gezeigt bekommen? Ach so, ja, stimmt, mein Stockpile. Dann hol dir erstmal deinen kleinen Wagen. Nein. Doch. Nein, der ist bei meinem Haus. Warum hast du den nicht mitgenommen? Ja, dann hol ich ihn schnell. Was? Stopp, wozu brauchst du denn den kleinen Wagen? Komm mit. Ich weiß, dass man da nur mit dem kleinen Wagen rein kann, aber wieso muss ich den jetzt mitnehmen? Ja, weil du den dann gleich hier parken kannst. Und den immer hier hast. Hinter dir. Das ist. Ja, ich hab gerade nachgedacht, da habe ich in eine Richtung geguckt. Werd nicht komisch, mein Freund, sonst musst du wieder an der Straße warten. Ja, welche Straße? Hier an der Straße. Da oben an der Straße warten. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen verrückt. Haben wir jetzt eigentlich. Was? Du kriegst es ja kostenlos, ja. Ja. Ich krieg's kostenlos. Ich wurde ja auch von euch verarscht. Ja, ich war's ja nicht. Hab ich? Ich hab euch gesagt. Ich habe nicht gesagt von dir. Also, das hier ist dein Stockpile, warte mal. Dieses hier? Dieses, welches hier vor mir liegt? Ja. Das ist meins, das ist perfekt. Tobi, stell's wieder hin. Du hast gesagt, es ist meins. Das ist deins, das hier bleibt. Achso, okay, Entschuldigung. Falsch egal, verstanden. Hier bist du oder nicht. Entschuldigung, falsch verstanden. Mein Fehler. Aber es ist voll gefährlich, ja, ich kann hier runterfallen. Rede weiter. Tobi. Ja. Wer auch immer jetzt hat das Stockpile weggenommen hat, kann das bitte nochmal hinsetzen, danke. Ich war's nicht. Kannst du in der Aufnahme sehen. Patrick, bringen wir dich ein bisschen durcheinander. Machen wir dich ein bisschen nervös. Nein, halt, stopp. da steht jetzt dein Name drinnen, egal ob du hier bist oder nicht. Und hier kannst du dann so viel lagern, wie du willst. Da du es jetzt kostenlos hast, aber trotzdem sage ich es jetzt nochmal. Wenn du deinen Preis nicht zahlen würdest, du hast es ja kostenlos, würde der Inhalt nach einer bestimmten Frist, nach dem letzten Mal zahlen, uns gehören. Okay. Aber ich meine, wenn, dann schreibst du da auch gefälligst meinen richtigen Namen rein. Das kann ja nicht sein, dass du mich da beleidigst, ne? Also, mal ernsthaft jetzt. Ganz ehrlich, Tobi. Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Ich gehe da rein, du sagst, da steht mein Name drin, ich mach's auf und da steht der Trottel. Was soll denn das? Ich war aber nicht. Ich war es nicht. Ja, denkst du, ich war das jetzt, oder wie? Jan? Er. Nein, warte, Sven? Jan steht ganz hinten, so ganz unschuldig, Jan. Nein. Also wie schon gesagt, du kannst dann hier alles hinladen, dann nochmal mitkommen. Ist ja jetzt wenigstens jetzt ist der Name richtig, danke, sehr freundlich. Ja, bitte? Soweit kommt das hier noch, werde ich hier beleidigt, hä? So, dann wie schon gesagt, ab hier ist Stopp. Mit, lustig, was? Machst du hier noch ein Stoppschild? Ja, kann ich machen. Mit großem Wagen? Ja. Ich mache ein Sop-Schild. Ja, weiter. Ja, also auf hier jetzt. Ist dann Schluss mit großem Wagen. Ja. Nach unten hin kannst du immer mit großem Wagen fahren, aber da willst du ja nichts, weil du dort nichts hast. Und es kann mal sein, dass wir, warum auch immer, weil wir unser Lagersystem umstellen, deinen Inhalt in ein anderes Stockpile tun. Was? Dann wird... Halt, stopp. Dann wird der Name von diesem Stockpile auch geändert und dann kannst du gucken in die Stockpiles, in die du autorisiert wirst.
und dort ist dann dein Inhalt drinnen. Okay. Hast du gerade Stein mit Kohle mitgenommen? Ach, Tobi! Nein. Wirklich nicht? Wo ist meine Kohle? Welche Kohle? Weißt du, ich find's so geil, wie der Sven einfach neben den Schildern steht. Ja, Sven steht neben den Schildern, der versteckt sich dahinter. Falls ich ihn, falls jemand ihn schlagen möchte, kann er gleich die Schilder dazwischen halten. So, also welche, ich habe keine Kohle genommen, nein. Da fehlt doch auch außerdem gar nichts, so, oder? Ihr habt doch nachgezählt. Das war randvoll, Tobi. Tobi. Ja? Digga. Was denn? Ich hab nichts genommen. Red weiter, bitte. Siehst du? Da siehst du, wer es war. Er war's. Tobi, komm mit. Das Niveau geben wir uns nicht. Sven, deine Kohle liegt da vorne im Lager. Wegen diesem Schild hier, du bist jetzt autorisiert. Also, was heißt autorisiert? Du darfst jetzt halt hier befahren. Ja. Und wenn du einen Wagen parken möchtest. Ja. Also jetzt zum Beispiel deinen großen. Dann kannst du zu mir gehen. Du müsstest ja auf meinen Wagen und auf meine Türen autorisiert sein. Warte, auf dem Wagen kann ich schnell nachschauen. Ja, auf meinen Wagen bist du auch autorisiert. Ja, und genau kannst du den raus... Ich komm nicht weiter, es geht rückwärts. Irgendwas Leute, stimmt mit dem Wagen. Leute, mein Wagen. Na gut, dann schieben wir halt. Nein, also kannst du den Wagen rausstellen, kannst du ihn hier oder hier drüben abstellen und deinen dort reinparken, wenn du es brauchst, warum auch immer. Verdammt! Ich hab nicht schnell genug. Ja. Was? Hast du auch schon eine Klingel? Ne, meine Klingel ist halt gegen Tür laufen, weißt schon. Ach, ich dachte Tür einschlagen. Was versuchst du da? Weiß ich nicht. Genau, so wollte ich anklopfen. Wer hat mir meinen Stein mitgenommen? Das ist langsam nicht mehr witzig, ich fühl mich gemobbt. Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe noch nicht meinen Hammer in der Hand. Doch. Nein. Das ist kein Hammer. Ist das ein Hammer? Das ist ein Hammer. Das ist kein Hammer. Warte, das ist der Hammer. Das ist ein Hammer. Du hast genau das... Das ist der Straßenbauschild. Tobi, ich habe einen Screenshot gemacht. Ja. Ja, du kannst in der Aufnahme sehen. Das ist das Straßenbauschild. Hier, guck, damit kann ich eine Straße bauen. Hier. Witzig, das wird im Spiel als Hammer angezeigt. So, dann nehme ich gar nichts in die Hand, so. Entschuldigung, das war nur eine Demonstration. Entschuldigt bitte. Patrick, ja. Fahr fort. Ja. Achso, wenn du dann auch mal Rohstoffe kaufen möchtest... Kommen hier rein, drücken E, dann kannst du gucken, was bei uns in dem Stockpile auf dem Dach ist, weil das ist das, was wir zurzeit verkaufen. Also, wir verkaufen nicht direkt aus dem Lager, wir sagen immer eine bestimmte Menge, die wir zurzeit verkaufen. Und ja, dann kannst du dort kaufen. Interessant, sehr gut auf jeden Fall, gefällt mir. Mhm. Und theoretisch. Und dein Wagen rutscht gerade runter. Siehst du, gut, dass wir da Steine gesetzt haben, sonst wäre der jetzt runtergefallen. Mir doch egal, kann ich ihn raussetzen. Oh! Aus dem Weg! Leute, ich bin weg! Ich hab's euch vorhin schon gesagt, ihr sollt nicht alle gleichzeitig in der Tür drin stehen, das geht nicht gut. Tobi! Was denn? Lass die Türen doch offen! Du hast doch gerade gesagt, du willst raus mit dem Ding! Ja, ich will rangieren. Ranjit? Bist du es? Auf jetzt! Nee, aber auf jeden Fall richtig cool. Ich werde dann mal bei Gelegenheit den kleinen Wagen vorbeibringen, um ihn dann mit dem großen Wagen zu befüllen. Umgekehrt. Doch, nee, war richtig. Oder mit dem kleinen Wagen den großen befüllen, das geht auch, wenn du was auslagerst. Okay. Ja, finde ich cool. Jetzt muss ich nur mal eben Sven nochmal seine Kohle zurückgeben, Sekunde. Und wie? Tobi? Ja? Du... Das müssen wir auch noch ändern, das geht an dich, Jan. Wir müssen ihn nur auf sein Lager autorisieren. Das geht nicht. Doch. Du musst da halt mal nur verschiedene Claims machen halt. Sven, ich habe deine Kohle wieder zurück ins Lager gepackt. Er kann aber auch sagen, über Whitelist kann er sagen.
Nur ja, es gibt auch einen Group Manager. Wahrscheinlich können wir mit dem Group Manager das auch irgendwie machen. Habe ich als App, als Mod gesehen. Mal gucken. Als App. Leute, macht da jetzt erstmal keinen Hehl draus. Also die 20 Kohle habe ich jetzt bei Sven ins Stockpile geschmissen, die ich dir gerade entwendet habe. Die 20 Kohle kriegen wir schnell da wieder rein. Ich habe doch gesagt, wir brauchen einen Scheiterhaufen. Damit wir dich verbrennen können, ja. Was? Aber dafür sei froh, Sven, sag ich schon. Patrick, sei froh, dass ich das nicht oben aus deinem Stockpile genommen habe, sondern aus dem Lager, das nicht mit dem Tisch verbunden ist. Oder? Ja. Hat Tobi schon mal nachgedacht, ne? Hast du gut gemacht, Tobi. Danke. Kriegst eine Schokolade von mir. Danke. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.